Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Ja, hallöchen Puppöchen und herzlich willkommen beim alten Lein HD. Ja, ich grüße euch, meine Freunde. Ja, ihr seht, was ich hier gerade mache oder was ich versuche zu machen. Ja, ich habe mir das Spiel Bau Simulator 2022 mal runtergeladen. Ist ja was, ja, nichts anderes wie auch LS22. Fährt man auch ein paar Fahrzeuge rum. Hier ist es ein bisschen komplizierter, glaube ich, mit den ganzen Gerätschaften zu arbeiten. Ich habe schon mal angefangen, im anderen Level vorher mal das Spiel mal anzugucken, dass ich nicht ganz so dumm dastehe, wie man so schön sagt. Sieht eigentlich ganz lustig aus, die Grafik ist sehr gut, gefällt mir, auch die Umlagen, alles was du hier machst, finde ich eigentlich total nice. Jetzt kommt halt die Geschichte, was muss ich hier eigentlich machen? Ja, ich habe hier irgendwelche Aufgaben, glaube ich. Ich muss euch aber über das Spiel nichts erzählen, weil ihr habt mit Sicherheit genug Videos schon gesehen, nachdem es auch draußen war. Ich bin jetzt auch einer von denen, der das Spiel schon mal spielt, aber halt auf meinem Kanal. Ich werde, wie gesagt, Videos drehen oder ja, live, glaube ich, wird nicht viel bringen. Ich weiß es. Mal gucken. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Ich will es einfach mal sagen, wir fangen mal an. Es kann immer mal sein, dass ich mal irgendwie was probieren muss, weil ich halt echt mich da nicht ganz groß auskenne. Ja, mein Name ist Leon, der Baumeister. Nee, und die Firma heißt Chaotisch Perfekt. Oder so, das ist meine Firma. Gut, jetzt muss ich ja lauter erstmal irgendwie aussteigen. Ich arbeite, wie gesagt, mit zweierlei. Ich habe einmal meinen Controller und ich habe einmal mein Lenkrad. Ne, weil mit dem Controller kann ich, glaube ich, besser arbeiten mit Dings, na, wie heißt es, mit weiß ich nicht, mit den Gerätschaften, naja, also Harpe, ich kenne nur Harpe Kerkeling, kenne ich so, mit dem muss ich jetzt irgendwie reden oder so. Mal sehen, was der mir erzählt. Ah, da bist du ja endlich. Du erinnerst dich hoffentlich noch an mich, hm? Nee. Falls deine grauen Zellen noch am Auftauen sind, ich bin's, Harpe. Ich habe immer gedacht, dass du eine große Zukunft in der Baubranche vor dir haben würdest. Jetzt wäre die Gelegenheit, dich zu beweisen, denn ich brauche dringend deine Hilfe. Komm, wir müssen uns beeilen. Ein heftiges Unwetter hat heute Nacht gewütet und einigen Schaden angerichtet. Bei der Brücke am Ortseingang gab es einen Erdrutsch. Dabei hat es einen Strommast umgelegt und nun hat das Dorf in weiten Teilen keinen Strom mehr. Wir müssen dorthin und die Straße räumen. Dafür benötigen wir einen Radlader, den ich noch abholen muss. Am besten setzt du dich gleich hinter das Steuer vom Pritschenwagen und fährst schon mal vor. Folge einfach der Navigation, um zum Treffpunkt zu gelangen. Na super, habe ich meine erste Aufgabe bei Bausimulator 2022. Ich muss in den Pritschewagen. Pritschewagen ist der natürlich dahin. Alles klar. So, dann beeilen wir uns mal ein bisschen. Also im Realfall, sage ich euch ganz ehrlich, fahre ich mit einem Sturmeinsatz, nicht mit einem Pritschenwagen oder mit einem Bagger, sondern natürlich mit der Feuerwehr. Ne? So, ich muss also jetzt einfach mal los. Aber was hier gerade einfällt, ich sollte mal irgendwie mein Licht, glaube ich, einschalten. Mein Licht kann nie schaden, oder? Was denkt ihr? Also Licht müssen wir anmachen, Abblendlicht machen wir mal an. Und bei dem Sturm, ja, ich sag einfach mal, was nie schaden kann. Sturm, ich mache auch mal die Lichter an. Wenn ich alles, was ich habe, mache ich jetzt an, oder? So, dann fahre ich einfach mal los. Mal sehen, was passiert. Ich fahre jetzt erstmal, glaube ich, irgendwo hin. Ich weiß nicht, ich glaube, ich muss zu dem Erdrutsch. Also, das kann einer aufheben, muss ich nicht machen. Ich will ja nicht böse sein. Ich bin voll in der Anfangsphase. So, der ist ja auch mutig, ne? Ey, Sie, warum laufen Sie hier spazieren? Da kriegen Sie ja noch ein Schild auf die Birne, wo es hier aussieht. Wie Kraut und Rüben. Das war bestimmt Kyrill, der große Sturm Kyrill. Na Gott. Ein bisschen Arbeit gibt's überall. Und ein bisschen Schwund gibt's auch. Aber wir kriegen das schon irgendwie hin. So, jetzt muss ich erstmal links. Mal gucken, kommt da kommen nämlich Autos. Eieiei. Das hätte es gut geknallt, wenn ich gefahren wäre, oder? So. Ihr seht schon, dass ich Licht anhabe. Naja, hier wird wahrscheinlich alles funktionieren. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Ja, was gibt's Neues? Neues gibt's eigentlich gar nichts. Ja, außer, dass ich momentan auch noch mal viel zu tun habe. Und, ja, muss mal schauen. Momentan habe ich ja noch doch, momentan habe ich Urlaub, aber trotzdem doch ein bisschen was zu tun. Und jetzt, ja, habe ich mir gedacht, komm, holst dir mal Bob, der Baumeister.
also sprich dieses Spiel, ja, und fahre da mal ein bisschen Bagger anstatt Traktor. Aber Traktor LS22 werde ich auch noch spielen, also das ist nicht das Problem. Ich habe mir jetzt gerade die Match-Map runtergeladen bei LS22. Ist ja eine richtig coole Map. Und auch das neue Feature, was da gekommen worden ist von Achtung jetzt, oh, schön über die Bäume drüber. Ach, du kriegst die Krüben nicht. So, hier sieht es ja aus. Leute, stellen wir uns erstmal hier hin und machen erstmal slowly. Ja? Verlasse die Baumaschine mit G. Okay. So, und jetzt muss ich, glaube ich, zum... Wo ist er denn, der ohne Meister? Wo ist er denn? Der war doch hier irgendwo. Da ist er. Zu dem muss ich laufen. Ah, ich darf Bagger fahren. Das ist ja so schön wie beim LS. So, Harpe Kerkeling. Was muss ich machen jetzt? Generator. Ach, erstmal den Generator einschalten. Wo ist denn der? Der ist da. Alter Falter. Generator einschalten. So. Na los. Ah, das sieht doch gut aus. Jetzt wird's hell. Oh, super. Ist das ein Bagger oder ist das ein Bagger? Das macht bestimmt Spaß, oder? Ein Cat. Caterpillar. Also Nachricht von Hape. Mit dem Radler soll das im Handumdrehen erledigt sein. Na, wenn du das sagst, dann machen wir das. Harpe. Ich muss auf die Seite einsteigen. Wo ist denn überhaupt der Haufen? Da ist er. Der ist doch blaulich gewesen, habe ich gesehen. So. Gute Kollegen, wie geht's euch? Was ist das? Ein Hammer. Ah, ein Hammer ist gut. Fortschritt. Ich habe ein Sammlerstück von 1 von 100. Na, ist doch super. So, die Polizei hat die Strecke schon mal gesperrt. Das ist schon mal sehr gut. Das heißt, wir werden jetzt erstmal weitermachen, Bagger fahren. So. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Ja, ja, ich beeile mich doch schon. Guck mal hier, Handbuch, Standard, Baumaschinen, Jobs, Verlauf. Kann ich alles, habe ich alles schon gesehen, weiß, wie das funktioniert. So. Na, dann machen wir mal den Schutthaufen weg, oder? Was denkt ihr? Attacke. Was ein Krach, ey. Geil. Da aber kommt Freude auf, oder, Leute? Schön. Ich weiß, dass man irgendwie sich auch innen einsetzen kann. Ich weiß nicht mehr, wie das ging. Na, super. Na, für einen Anfänger doch schon gut, oder? Oder auch nicht. Ich übe noch. Sehr gut. Oh oh. So lustig. Ich fahre hier mit dem Gaspedal. So. Verteilen den ganzen Kram hier. Das ist gar nicht so. Nicht so einfach, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne, Leute, wisst ihr das? Aber es macht einen riesen Spaß, muss ich dreimal feststellen. Ohne Scheiß. Hätte ich nicht geglaubt, dass es so Spaß machen kann. Ich fahre hier Bagger. Bruno der Bagger und der Bagger hat noch. Ah, hier wurde wieder eine Menge Erde auf die Wand. Mach Sachen, gab es ja echt Mehl. Wahnsinn.
Oh, ist falsch gefahren. Das ist halt hier ein bisschen das Blöde an der Geschichte, weil, das hört sich gut an, es schleift schön. Entschuldigung. Ich glaube, mein Chef, der wird mich hauen. Also wie gesagt, für einen Anfänger ist das schon ganz ordentlich, was ich mache, oder? Also ich muss halt... Was? Ich bin ja noch gar nicht fertig. Da noch ganz viel Zeug da. Guck mal, da ist da noch ganz viel. Das muss ich aber wegmachen. Mann! Wird die Polizei da wieder unzufrieden? Also einmal geht noch, oder? Oh oh. Ich habe mich gerade voll festgefahren. Kann das sein? Ich würde sagen, ich habe mich mal schön gerade fast festgefahren hier. So ein Riesenbagger. Oh, es gibt Gas. Komm. Ich habe noch nicht mal die Lampen an, aber ich habe ja Licht dort. Ja, ich mache einen Gleichten. So. So, seht ihr? Was soll ich jetzt machen? Ich soll den Bagger in den reparierten Bereich an. Das ist schon irgendwie interessant, was es da alles gibt, so muss man ganz ehrlich sagen. Ne? So. Okay. Steige ich wieder aus und gehe erstmal zu Harpe. Habe ich jetzt den Kram? Tatsächlich. Ich habe nichts gemacht, aber es ist weg. So. Also wie gesagt, ich bin nicht der Vollprofi, ne? Muss ich immer dazu sagen, ich gebe mein Bestes. Jetzt ist die Fahrbahn wieder halbseitig freigegeben. Gut gemacht. Ich weiß. Allerdings endet unser Einsatz hier noch nicht. Das war mir wieder klar. Beim örtlichen Supermarkt ist die Kühlung ausgefallen. Auf der Ladefläche vom Pritschenwagen steht ein mobiler Generator. Na klasse. Wir müssen das Teil so schnell wie möglich zum Supermarkt schaffen, damit die Kühlung wieder läuft und die Lebensmittel nicht verderben. Wir treffen uns dort. Super. Kriege ich dann wieder so ein schönes Steak? Wahrscheinlich nicht. Also, ab zum LKW. Wo ist er? Da ist der LKW. Auftrag, es wird Licht angenommen. Ah, sehr gut. So, einsteigen. Hallo? Steig doch mal ein. Gut. Und jetzt dürfen wir ein bisschen LKW fahren. Wir fahren jetzt wohin? Zum Einkaufsmarkt, glaube ich, war das. So, meine Lichter leuchten. Polizei hat die Strecke gesperrt und es geht hier klar. Wow. Man kann mal einer die Äste wegräumen, das wäre ganz freundlich. So, ich glaube hier rechts ist der Supermarkt, da muss ich hinfahren. Und muss da irgendwie... Mann, liegt hier Zeug auf der Gas. Das kann auch mal die Polizei wegräumen, oder? Ruft die Feuerwehr oder was sonst was. Also ich muss hier schon mal hinfahren, das weiß ich. So, hält ihr? Perfekt. Ja, ich weiß, jetzt muss ich diese Dinger da ausfahren. Das war ja hier. Genau. So. Ja, das weiß ich alles. Muss ich das Ding hier ausfahren. Ich habe das schon mal heimlich versucht zu üben. Ich bin ja nicht perfekt. Das weiß ich, aber ich versuche es ja noch, ne, Leute? Müssen wir nicht ganz Lichter gerade machen. So. Halt, die Richtung. Das tut Schlacht, da fliegt mir den ganzen LKW kaputt. Eieieiei, das gibt Ärger im Chef. Maximal. Gab's nicht früher mal maximal? Nicht so schnell. Wie war das mit dem Drehen? Ich konnte das irgendwie drehen. So, seht ihr? Für einen Anfänger doch richtig gut, oder?
halt andere Richtung. Irgendwas wollte der von mir noch haben, das weiß ich. So, dann muss ich das Ding hier wieder anmachen, da hochgehen und wieder alles richtig machen. So, ich glaube, jetzt muss ich wieder zur Harpe laufen, weil mit Harpe muss ich klären, dass ich irgendwas holen, oder? Muss ich jetzt mal einsteigen? Nee. Ich glaube, ich muss zu dem Ding da jetzt gehen. Muss den einschalten. Generator ein. So, bitteschön. Und schon gehen die Gemüse und Steaks wieder. Ach, die Lampe muss ich wegmachen. Ich glaube, das war's. Die Lampe muss ich, glaube ich, wegmachen. Die Laterne hat das Dach eingerissen und muss dabei einige Leitungen beschädigt haben. Da muss eine neue Verkleidung drauf. Hebe zunächst die Laterne aus dem Dach und fahre dann zum örtlichen Baustoffhandel, um die benötigten Teile abzuholen. Also. Los, wir sollten keine Zeit verlieren. Ja, das ist immer einfach gesagt, wenn die Chefs alle Befehle geben. Und der liebe Angestellte muss hier alles machen. Jetzt gehe ich wieder mit dem Kram los. Also wieder aufmachen, dahin. So, dann hoch das Ding. Toll, oder? Ich drehe den jetzt schon mal in die Richtung, wo ich hin muss. So einfach erstmal alles machen muss, oder? Klack! Nein, hoch, runter. Ansetzen. Hochheben. Rüber an den Kotstein. Ach du Hilfe, kriegst du. Oh, das wackelt ganz schön. Das konnte ich irgendwie. Ich weiß nicht, wie konnte ich denn das Ding drehen? Ah, genau. So war das. Jetzt weiß ich es. Dann geht's runter. Und haben wir schön aufs Dach geschossen. Sei ich da schon mal. So, abgelegt. Wieder hoch, einfahren. Oh Mann, das dauert immer so lang. Aber ich kann's. So ein bisschen kann ich schon, oder? Also für den ersten Mensch, der Anfänger ist. So, wieder da hoch. So, und dann einfach mal Rückwärtsgang reinsetzen. Das wird es natürlich einen ganz schönen Knall geben, sage ich euch ganz ehrlich. Das darf ich ja nicht, was ich hier mache. Ich fahre jetzt mal hier lang und drehe erstmal, weil ich mich auf die Straße fahre. So, jetzt muss ich da hoch. Zum Bauhof geht es jetzt, ne? Ah, ihr seht, es funktioniert eigentlich ganz gut, was ich hier mache. Macht eigentlich riesen Spaß. Jetzt für einen Anfänger wie mich. Ah, schade. Oh, diese ganze. Warum sind die. Ah, wie schnell die Straße, ne? Eben war noch ein riesen Sandberg. Und jetzt ist wieder da alles weg. Alles weg. Der ganze Sand ist weg. Ey, bleibst du mal stehen, bitte? Wer stellt mir mittendrin so einen Strahler hin? Also es ist nicht alles so einfach, so gold wie es glänzt, ne? Vor allem, wenn man das hier so sieht, wird ihr in der Realität nicht sehen, weil. Wow. Entschuldigung. Super. Ja. Normal kommt die Feuerwehr und räumt das alles weg. Och, ey, Leute. Ich kann ja nicht über das Holz drüber fahren. Das tut mir doch mein LKW weh. Ah. Okay, das ist hier so in dem Spiel. Das passiert im LKW nichts. Also in der Regel macht man das nicht. Ne? Da kommt die Feuerwehr und räumt alles weg. Ich, boah, guck, was passiert. Alter, was Holz. Mein armer LKW, den kann ich ja noch wegschmeißen. So. Ja, also von meiner Abhängigkeit, ich muss sagen, eine gute Grafik macht einen Riesenspaß bis jetzt. Ich weiß auch, normal kann man sie auch in den Innen irgendwo reinsetzen. Das Innenansicht, ich weiß aber nicht mehr, wie das geht. Wenn ihr es könnt, könnt ihr es ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie das funktioniert mit der Innenansicht. Ich weiß es jetzt auf dem Anhieb nicht. So. Jetzt muss ich hier erstmal wieder ein bisschen Bob der Baumeister spielen. Oh, jetzt gibt es hier was. Baumaschine parken. Baustoffhandel entdeckt. Ich kriege hier alles Vorstellungspunkte. Das ist doch super. So.
Ich weiß, was ich machen muss, ist. Ich muss jetzt mit dem Gabelstapler fahren. Das ist, macht Spaß. Wie in der Realität. So, erstmal muss ich wieder da reingehen und muss das hier aufmachen. Weil sonst kann ich mit dem Gabelstapler nicht fahren. So, aussteigen. Zum Gabelstapler. Das renne ich erstmal gegen das Auto. Es gibt eine Beule. So, tschüss. Brauche ich auch nicht. Der ist ein bisschen blöd, weil normalerweise. Man darf nicht so schnell an die Ware ranfahren, es könnte wehtun. So, seht ihr, so macht man das. So. Ladung befestigen. Ein bisschen zurück, dass es nicht runterfällt. So. Bitte nicht ins Haus fahren. Würde ich meinem Chef nicht erklären können, warum, weshalb ich im Baustoffhandel drin sitze. So. So, einmal zurückfahren. Ein bisschen runtersetzen, ne? Schon cool gemacht, muss man ehrlich sagen. Ohne Mist, Leute. Ich finde das total geil hier. Das ist ja wie bei Euro Truck. Truck Sim habe ich ja auch gesagt. Warum wird da nicht mal sowas gemacht? Sowas im Euro Truck Simulator eingepflegt. Das ist eine mega geile Sache. Befestigt, hochgefahren. Dachziegel. Na, klasse. Erledigt und tschüss. Das ist doch gut, oder? So, jetzt machen wir ordnungsgemäß den Gabelstapler wieder in die Position, wie ich das gehört. Ist da nichts passiert, ne? So. Ich gehe jetzt mal als Geisterfahrer. So, es geht wieder alles zumachen. Und dann fahren wir wieder mal schnell zu unserem eigentlichen Objekt. Das könnte wehtun. Es gibt dann gleich eine neue Lampe. So, dann fahren wir jetzt erstmal wieder zu dem Ding. Es kommen hier Autos. Nicht, dass ich noch mehr Unfälle habe, die ich schon habe. Vor dem komme ich schon raus. Das klappt, das klappt, das klappt, das klappt. So, jetzt fahren wir wieder zu dem Lebensmittelmarkt. Da müssen wir die Sachen wieder hinbringen. Also ihr seht, es ist gar nicht, doch gar nicht so schwer. Und für so einen Mensch wie mich, der da, oh, was ein Umweg ich gefahren bin, nur um diesen Baumarkt zu kommen. Echt jetzt? Ist nicht dem sein Ernst. Da hätte ich schon dreimal anders fahren können vorhin. Na gut, wo muss ich jetzt hin? Erstmal hier wieder ranfahren. Jetzt muss ich mal gucken. Ich muss das Zeug nämlich da hochfahren. Gut. So, jetzt geht's wieder los. Ich muss wieder die Dinge ausfahren. Die Stützen. Und dann muss ich meinen Kran wieder benutzen. So. Jetzt einmal darüber gefahren. Jetzt sind wir richtig hoch und ausgefahren muss ich den jetzt, dass er da hinkommt. Ui, wackelt das. Uiuiui, ui, wackelt das. Das könnte in die Hose gehen, würde ich mal behaupten.
Jeder LKW wird schon dreimal umgekippt. So, Nummer 1 haben wir. Muss ja wieder alles reinfahren, ey. Ist das Ding sein Ernst? Uiu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